Ja, servus zusammen und ganz herzlich willkommen zu meinem neuen Let's Play. Und zwar habe ich dir ja bereits im Vorgänger angekündigt, dass ich Star Wars Jedi Knight, Jedi Academy spielen will. Und das wollen wir jetzt auch tun. Es gibt eigentlich nicht so viel zu sagen. Ich glaube, wir fangen einfach mal direkt an. Wir spielen so wie davor auch auf Jedi, würde ich sagen. Und im Gegensatz zum alten Spiel können wir uns einen Charakter auswählen. Ich denke mal, viele kennen das Spiel auch schon. Aber ich habe es schon länger nicht mehr gespielt. Keldor. Und ich wollte es unbedingt zocken. Und wenn ich es gerade zocke, dann kann ich es auch aufnehmen, dachte ich mir. Wollen wir einfach nur einen Menschen nehmen? Nee. Wir nehmen einfach Menschen. So, dann. Was kann man hier Farben auswählen? Oh. Schick. Okay. Torso. Ja, man sieht hier, die Auswahlmöglichkeiten sind endlos. Aber immerhin gibt es welche. Ne, das sieht. Ich glaube, wir nehmen den mit diesem Mini-Cape hier. Diesem Rock, meine ich. Ja, das sieht doch ganz knuffig aus. Ach, man kann auch noch den Kopf verändern. Oh. Die Schmalzlocke. Nehmen wir mal den. Beine. Ja gut, eigentlich ist auch wurscht. Läuft. Gut. Oh Gott, es geht noch weiter. Genau, man kann in diesem Teil dann auch hier die Lichtschwerter, gibt es nämlich auch Doppellichtschwerter und zwei Klingen gleichzeitig führen. Wir haben am Anfang allerdings nur ein normales. Hier kann man sogar den Griff verändern. Was nehmen wir da? Eigentlich, glaube ich, total egal. Oder gibt es da irgendwelche Unterschiede? Was kann ich hier ändern? Nichts. Der Unruhestifter, das klingt doch sehr gut. Wir nehmen mal blau, ganz klassisch. Und fangen an. Ja, jetzt seit Ewigkeiten endlich mal wieder zum Spielen gekommen. Jetzt muss ich die Zeit nutzen, solange ich nichts zu tun habe. Es war einmal vor langer Zeit in einer weit, weit entfernten Galaxis. Star Wars. Jedi Knight, Jedi Academy. 10 Jahre nach dem Kampf um Endor verursachen die Hinterbliebenen des Imperiums noch immer gegen die Neue Republik anzukämpfen. Ah, ich habe mich verlesen vorhin. Sie müssen dabei auf immer verzweifeltere Mittel zurückgreifen. Ja, okay. Jedi-Meister Luke Skywalker ist mit seiner Akademie der Jedi auf Yavin 4 bestrebt, die Jedi wieder ihrer ursprünglichen Bestimmung zuzuführen, den Frieden in der Galaxis zu wahren. Jaden Kor, das sind wir. Eine neue Hoffnung der Jedi vom Planeten Coruscant ist auf dem Weg in die Akademie, nachdem Kor, da war ein Punkt, nee, nachdem Kor das Unmögliche möglich gemacht hat, die Konstruktion eines Lichtschwerts ohne jegliche Jedi-Ausbildung. Oh mein Gott. Genau, und das wird's verrät auch gleich schon, dass wir zu Beginn mit einem Laserschwert rumfuchteln dürfen und nicht so wie im letzten Teil erst sehr lange ohne Lichtschwert spielen müssen. Finde ich eigentlich gut. Weil, ja, Wir erreichen in ein paar Minuten die Akademie der Jedi. Das wird so fantastisch. Bist du nicht aufgeregt? Wir werden Jedi, lernen die Wege der Macht, konstruieren Lichtschwerter. Natürlich, du hast schon eins. Ich hole mir so ein dummes Übungsschwert und dann. Mach dich doch nicht so verrückt. Ich weiß auch nicht, aber ich möchte einen guten Eindruck hinterlassen. Du wirkst wirklich nervös. Du etwa nicht? Warum auch? Du hast ja schon ein Lichtschwert und bist mir wohl weit voraus. Ich heiße übrigens Rosh.
Und ich bin hässlich. Und wie ist dein Name? Jaden. Wo hast du denn das Lichtschwert her? Das ist eine lange Geschichte. Ich war damals... Festhalten! Ah! Okay. Da hat uns was getroffen, würde ich sagen. Akademie an Yavin Runner 2, hören Sie mich? Laut und deutlich. Wir mussten ein paar Klicks westlich der Akademie notlanden. Geht es allen gut? Ich denke schon. Gut, wir senden Ihnen ein Shuttle vorbei. Können Sie die Schüler zum nahegelegenen Masasi-Tempel führen? In Ordnung, Akademie. Wir treffen Sie dort. Wer bist denn du? Interessant. Ja, wir wurden ab vom Himmel geholt, offenbar. Jaden, wir kommen nicht zu Ihnen durch. Gehen Sie zum Tempel. Wir treffen uns beim Shuttle. Jaden, hey! Ich hänge fest, kannst du mir Hey, helfen? Ja, ist okay, ich hol dich. Warte, Rush, ich bin auf dem Weg. Jaden, meinst du kommst dort drüben rum? So, wie könnte ich nochmal... Gibt's was wie ein Logbuch? Mal schauen. M? Nein. Ah, doch. Retten Sie Rush aus seiner momentanen Lage. Alles klar. Wie auch immer wir da reingekommen sind. Also das Schiff. Ja, es war erstmal ein riesen Rumgefummel, bis sich das Spiel... Vielleicht kannst du mit deinem Lichtschwert die Bäume fällen und eine Brücke bauen. Bis ich das Spiel zum Laufen bekommen habe auf der Auflösung, die ich brauche, Danke, die ich gebraucht habe. Gehen wir zum Tempel. Oh Mann, wenn der jetzt ständig dazwischen labert, dann raste ich aus, hey. Jetzt geht es schon wieder los. Wow! Was auch immer das ist. Stirb! Alter Schwede. Ich finde das nicht, dass die so gut treffbar sind. Lebt immer noch. Stirb mal. Ja, links unten haben wir unsere Schadensanzeige. Links Leben, rechts Schild. Wenn man auf höheren Schwierigkeitsstufen spielt, dann wird beides niedriger. Ich glaube, das Höchste ist wirklich nur 50 Leben zu haben. Oh. Warum kann der das? Können wir das auch schon? Das ist doch F2, oder nicht? Zu dem alten auch. Halt die Fresse. Hey, wenn du mich anschießt, du Affe, dann gibt's aber Ärger. Der nervt mich jetzt schon. Ja, man sieht, wir springen noch nicht wirklich hoch. Wieso treffe ich den nicht? Jetzt hat er mich angeschossen. Du bist echt ein richtiger Anfänger, mein Freund. Schießt mir einfach in den Rücken, hey. Mein Gott. Oh. Ich merke schon, ich muss die Steuerung nochmal nachschauen. Kannst du mit deinem Schwert noch eine Brücke machen? Wieso kann der schon so hoch springen? Ich komme nur so hoch. Was ist denn da los? Prima und weiter. Prima und weiter, Mama. Oh. Ja, jetzt kam lange Zeit nichts mehr von mir. Zumindest nicht mehr Single. Nicht mehr Single Let's Play. Stirb! Geh weg! Wir machen ihn mal tot los. Schauen wir mal, was machen. Dann muss ich wieder was richten. Brav. Genau, und zwar, weil ich ziemlich mit Studium und so beschäftigt war, dementsprechend müsst ihr das verzeihen. In Jakob ging es sehr ähnlich. Und Andi eigentlich auch. Deswegen kam auch wirklich nicht mehr viel im Let's Play Together raus. Wird jetzt aber hoffentlich wieder ein bisschen mehr. Sag, was denkt das für ein Mongo? Jaden, runter! Auf der Lichtung sind Sturmtruppen. Vielleicht solltest du dir das mal ansehen. Vielleicht solltest du dir das mal ansehen. Du hast schließlich das Lichtschwert. Wie er da steht. Oh mein Gott. Was geht hier vor? Weiß ich nicht. Ich mache euch tot, das könnte sein, oder? Oh Gott. Oh. Was zum Teufel? Stimmt, hier kam gleich in der ersten. Auf der ersten Map. Oh, ein Jedi-Kampf.
Ganz vergessen. Ja, ja, und tot machen. Bam. Stirb. Du kannst schon nix. Bam. Ein richtig geiles neues Feature mit diesem Zeitlupentod bei Jedi-Kämpfen. Finde ich ja ziemlich stylisch. Gab es im alten ja noch nicht, glaube ich. Was geht da so? Was? Oh. Muss aber sagen. Was? Wer sind Sie? Oh, ich bin erstmal ruhig. Kyle Katarn, zu Diensten. Willkommen im Alltag eines Jedi. Was ist passiert? Wir hatten gedacht, ihr könntet uns das sagen. Ich sah einen hellen Blitz, rannte hierher und sah dich dann hier liegen. Erinnerst du dich an nichts? Ich sah drei Leute. Einer hielt so eine Art leuchtendes Zepter in der Hand. An mehr erinnere ich mich nicht. Ein Zepter? Das klingt nicht gut. Kannst du stehen? Ja, mir geht es gut. Ich spüre eine Erschütterung der Macht. Du spürst doch ständig eine Erschütterung der Macht. Aber dieses Mal merke ich es auch. Es könnte eine Restaura der dunklen Seite von diesem Tempel sein. Vielleicht. Kyle, willst du nicht? Hier bleiben und das untersuchen? Liebend gern. Dann bring du den Nachwuchs nach Hause. Pass auf, Kyle. Wir sehen genau gleich aus. Folgt mir alle zum Shuttle. Das war Luke Skywalker. Das glaube ich einfach nicht. Hast du Skywalkers Aufzeichnungen? Ja, bei den ganzen Jedi hier im Dschungel war das ein Kinderspiel. Sehr gut. Mhm. Ich heiße alle neuen Schüler auf der Akademie der Jedi willkommen. Wir lehren euch hier die Wege der Macht. Ihr werdet lernen, euch mit dem Lichtschwert zu verteidigen und auch Diplomatie und Geschichte kennenlernen. Es ist die Praxis der Jedi, jeden Schüler einem Meister zuzuteilen. Da wir nur so wenige sind, werden allerdings mehrere Schüler einem Meister zugeteilt. Raitaran ist Meister Horn zugeteilt. Ich kann es kaum abwarten. Rush Pennon, du unterstehst Meister Kyle Katarn. Jaden Kor, du bist ebenfalls bei Meister Katarn. Und jetzt wollen wir mit der ersten Lektion beginnen. Möge die Macht mit euch sein. Da war nichts. Aber die Gegend um den Tempel fühlte sich sonderbar an, als wäre seine dunkle Aura verschwunden. Beunruhigend. Sehen wir uns das später an. Deine Schüler warten schon auf dich. Meister Katarn, es ist eine Ehre, unter Ihnen zu dienen. Erstens, bitte nur Kyle. Bei Titeln bekomme ich eine Gänsehaut. Zweitens, ihr dient nicht unter mir. Ich lehre euch und ihr lernt. Mehr nicht. Tut mir leid, ich wollte Sie nicht verletzen. Keine Sorge, das hast du nicht. Mich verletzen nur echte Profis.